Ich fange heute an mit Henning Wolf. Stefan ist leider verhindert und wir wollen sprechen über Agility as if you meant it. Erstmal herzlich willkommen, Henning. Henning, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen, was du so typischerweise tust? Ja, was mache ich normalerweise so? Ich bin im Wesentlichen mittlerweile als Trainer und Managementberater unterwegs und beschäftige mich da vor allem mit Themen wie Scrum und Agile Leadership und meinem persönlichen Steckenpferd Selbstführung mit Responsibility Process. Das sind so die Sachen, die ich mache. Ich habe mal vor ein bisschen über 15 Jahren gemeinsam mit Stefan Ruck und ein paar Kollegen IT Agile gegründet. Beschäftige mich schon lange mit agiler Softwareentwicklung und habe auch mal wirklich selber Software gebaut, also ausgebildeter Informatiker. Da sind wir uns ja auch begegnet, das erste Mal Genau. Eberhard in Hamburg an der Uni. Genau. Und schon aber lange nicht mehr wirklich am Programmieren. Was nicht heißt, dass ich mir nicht trotzdem einbilde, noch an der einen oder anderen Stelle eine Meinung zu haben. Genau, das, wie soll ich sagen, ich bin an der ähnlichen Stelle. Ich habe irgendwie vor kurzem nochmal, bin ich tatsächlich als Webentwickler bezeichnet worden. Das hat mich irgendwie geehrt an bestimmte. Gut, also der Talk, den ihr heute Nachmittag haltet, oder den du eigentlich heute Nachmittag hältst, geht um das Thema Agility as if you meant it. Was bedeutet das denn überhaupt? Ja, also was wir halt beobachtet haben in unserer Beratungspraxis und vielleicht auch dem Ausschnitt der agilen Welt, den wir so sehen, ist, dass agil mitunter so eine Schule ist, in der die Happiness des Teams im Vordergrund steht und ein bisschen verloren geht, dass die ganze Idee an Agilität war, bessere Produkte zu bauen. Bei uns, wir nennen das wirkungsvolle Agilität, aber wir glauben, es ist eigentlich genau das, was man auch vor 20 Jahren sich mal zum Agilen Manifest überlegt hat. Ist ja heute auf den Tag genau 20 Jahre alt. Also, dass es eben darum geht, wie können wir im Grunde genommen, also Agilität ist Mittel zum Zweck, ne? Und es geht um die Frage, wie können wir für unsere Kunden einen besseren Service liefern, also bessere Produkte bauen, damit die damit mehr anfangen können, damit diese Produkte mehr Wirkung entfalten. Und das ist unser Verständnis immer gewesen von Agilität. Und das ist auch immer noch unser Verständnis. Und wir haben das Gefühl, das ist an der einen oder anderen Stelle verloren gegangen, weil die Leute dann doch lieber Scrum-Polizei spielen oder irgendwie versuchen, über agiles Mindset zu argumentieren. Wenn man das nicht hat, dann ginge das ja auch nicht und so. Und das mag ja auch alles stimmen. Also ich will gar nicht behaupten, dass die Perspektive nicht auch eine Berechtigung hat. Aber ich glaube, in den Vordergrund rücken sollten wir, dass es darum geht, dass wir für unsere Kunden gute Produkte bauen. Also an der Stelle guter Hinweis wegen des Agile Manifest. Ich wusste es noch nicht. Also von meiner Seite dann herzlichen Glückwunsch, liebes Agiles Manifest. Und mögest du uns noch lange erhalten bleiben. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Also kannst du konkret sagen, wo aus deiner Sicht sozusagen das typische Verständnis von Agilität oder das, was es zumindest in vielen Projekten gibt, irgendwie so läuft, dass man sagt, ja, da stehen irgendwie Menschen und Wohlfühlen im Mittelpunkt, aber das behindert das effektive und effiziente wirtschaftliche Handeln. Also unser Gefühl ist, dass da vor allem oft ein Schritt zu kurz geguckt wird. Also wir machen im Grunde genommen in so Entwicklungsprojekten oft eine Beobachtung, dass Leute Zeug machen, also Arbeit erledigen, Zettel abarbeiten, Tickets schrubben. So. Und das hat halt was von, also und das, die Gefahr an dieser Art von Sicht auf den Prozess ist Garbage in, Garbage out. Also, wenn ich die falschen Anforderungen reinstecke, kommt auch wahrscheinlich kein sinnvolles Produkt raus. Worum es ja aber eigentlich geht, ist, unterwegs Fühlungen aufzunehmen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Nicht nur schrubben wir irgendwelche Tickets, sondern bauen wir was Nützliches, was irgendwem was hilft, was die nötige Wirkung entfaltet, die eigentlich gewünscht ist. Und es hat ein bisschen auch so mit Strukturen zu tun, dass nach wie vor ja Scrum oder auch andere agile Methoden vorwiegend in der IT zu Hause sind und die Einbindung der Fachseite sich nach wie vor zumindest in vielen Kontexten schwierig gestaltet. Und die gehören aber in das Spiel ja dazu. Also auch die Fachseite muss ja was darüber lernen, ob denn eigentlich die Ideen, die sie haben, wenn man sie dann kleiner runterbricht, Wirkung entfalten und man quasi gerade was Sinnvolles tut, oder halt einfach nur Zeug entwickeln lässt, was aber
am Ende eben nur Zeug ist und auch nicht mehr Wirkung entfaltet. Gut, hört sich für mich so an, oder wenn ich es jetzt zusammenfassen sollte, hört sich das an, wie ich muss halt zum einen bei meiner eigenen Arbeit reflektieren, ob das eben einen Kundennutzen erzeugt. Gibt es da einen Tipp, um sich das sozusagen in den Kopf immer wieder sozusagen in den Kopf herzuholen und halt darüber aktiv nachzudenken? Oder wie versucht ihr, dieses Problem anzugehen? Also ich könnte jetzt im Grunde genommen dasselbe Argument verwenden, was ich vorhin anderen Leuten vorgeworfen habe, von das ist wahrscheinlich auch im Großen betrachtet ja irgendwie schon auch eine Mindset-Frage, ne? Also es ist auch eine Frage von, was ist mir irgendwie an der Stelle wichtig und bin ich bereit einzusehen, dass ich hier gerade nur Mittel zum Zweck bin und dass es deshalb mein Job ist, mit daran zu denken, für wen tue ich das und was will der damit erreichen? Und das Problem, was wir dabei oft haben, ist, der Feedback-Zyklus ist halt nicht genauso schnell wie, ich habe halt ein Ticket gebaut, in 2 Wochen präsentiere ich das am Ende, Stakeholder sagt, okay, ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja irgendwie schön, aber mag ja sein, dass er sich das so vorgestellt hat, aber ob es die Wirkung entfaltet, ob es da draußen dann tatsächlich auch den wirtschaftlichen Nutzen hat, den wir uns davon erhofft haben, diese Feedback-Schleife wird halt meistens erst ein bisschen später geschlossen. Genau, und nichtsdestotrotz, also ich meine, du hast ja nach dem Tipp gefragt, ich glaube, es wäre wichtig, dass Leute dran denken, wofür tue ich das hier eigentlich? Was soll damit erreicht werden? Genau, der andere Punkt, also das hörte sich an, wie man muss sozusagen die Agilität auch in die Fachbereiche tragen, dass die also eben auch, so vermute ich, in ihre Iteration denken und das eben adaptieren, dieses Vorgehen. Hast du da einen konkreten Tipp? Oder wo geht das am meisten schief? Also ist es so, dass die meisten noch nicht mal in die Richtung gehen, dass sie versuchen, die Fachbereiche einzubinden, oder gibt es da andere Herausforderungen? Ja, also ich habe keinen Zaubertipp, wo ich sagen könnte, das müsst ihr machen, dann wird es in jedem Fall gut. Dann funktioniert es in jedem Fall. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit einer Hartnäckigkeit zu tun. Und ein bisschen auch mit der Frage, wofür sind wir eigentlich gestartet? Und ich kann erstmal verstehen und nachvollziehen, dass viele auf der IT-Seite vielleicht auch sagen, wir wollen jetzt vor allem erstmal den Druck los sein, dass immer alle jammern auf der Fachseite, wir sind zu langsam. Und intransparent. So. Und auch das ist ja schon mal ein Nutzen, wenn wir das sozusagen mit agilen Mitteln erreichen, dass wir transparenter sind, nachvollziehbar, was man realistisch schaffen kann und das liefern, was bestellt wurde. Auch gut, ne? Also ist ja schon mal irgendwie ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht kann man den nächsten Schritt auch erst danach gehen. Und wir haben zumindest so eine Beobachtung, dass das zumindest Organisationen deutlich leichter fällt, in denen E-Commerce nicht das Zusatzgeschäft ist, sondern die sowieso rein digital unterwegs sind, weil da auch die Fachabteilungen in digitalen Ideen unterwegs sind und nicht nur alles, was wir wie immer gemacht haben, nur jetzt irgendwie auch im Netz denken. Das hilft oft, dass die auch selber eine Idee davon haben und ihnen klar ist, wir haben die Weisheit leider auch nicht mit Löffeln gefressen und gepachtet. Wir müssen uns darauf einlassen, so schnell wie möglich zu lernen, was da draußen wirklich funktioniert. Also dieses, und das ist ja im Grunde auch ein alter Hut, den haben wir auch schon in den 90ern im Studium gelernt, dass Softwareentwicklung ein Lernprozess ist, unterm Strich. Genau, guter Punkt an der Stelle. Also ich habe halt auch oft das Gefühl, dass eben genau diese Geschichte mit Fachbereich einbeziehen, du hast ja selber gesagt, schon etwas ist, was wir sehr lange wissen, aber wo es dann in der Praxis immer ein bisschen hakelt. Vielleicht noch eine Frage, also sozusagen mal provokant auf die Spitze getrieben. Wenn du sagst, dass es bei agiler Softwareentwicklung im Kern eigentlich um wirtschaftlichen Erfolg geht, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass es eben eher so geht, um alle sollen sich wohlfühlen. Bedeutet das, dass es egal ist, ob sich die Mitarbeiter wohlfühlen oder nicht? Also ist das überhaupt ein Ziel der ganzen Veranstaltung? Geht es nur um diesen wirtschaftlichen Erfolg? Ist das der Kern von Agilität? Also wenn man sich das agile Manifest richtig anguckt, dann steht da zwar sehr wohl sowas, dass uns irgendwie die Individuen und Interaktionen wichtiger sind als Prozesse und Werkzeuge, aber ansonsten steht da nicht, wir maximieren die Happiness der Projektbeteiligten. Und ich glaube ja unterm Strich, wenn du irgendwie ein wahnsinnig, also wenn du ein Team hast, was sich total wohlfühlt, aber wir bauen leider ein Produkt, was niemand haben will,
werden wir unterm Strich wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig glücklich sein. Und umgekehrt, wenn wir das Team auspeitschen und damit irgendwie tolle Produkte erreichen, werden wir auch nicht auf Dauer erfolgreich sein. Das heißt, ich glaube, dass die Dinge Hand in Hand passieren müssen und dass es wahrscheinlich sogar wichtig ist, dass man nicht sagt, das eine ist wichtiger als das andere, sondern es muss eigentlich beides passieren. Ich glaube allerdings zum Beispiel auch nicht, dass man einfach nur glückliche Menschen braucht, die dann von ganz alleine tolle Produkte bauen. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man eine Idee hat, wo man hin möchte, wofür wir das tun. Und darum herum kann sich dann wunderbar ein Team gruppieren, was Bock darauf hat, diese Aufgabe anzunehmen und dann auch mit Freude bei der Arbeit ist. Ja, ich finde es gerade gut, du hast gerade nochmal über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich musste da denken an diese Regel aus Extreme Programming mit dieser 40-Stunden-Woche, nicht? Die ja auch irgendwie in Richtung von Nachhaltigkeit geht. Vielleicht passt das daran. Und damit sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema. Wir hatten halt beim Vorgespräch, hattet ihr, da war Stefan noch dabei, diese These vom Stapel gelassen mit, ich sage es jetzt auch mal platt und provokativ, Agilität vernachlässigt technische Skills. Magst du das mal erklären? Also nicht, Agilität ist ja eigentlich jetzt irgendwie eine Vorgehensweise und du hast es ja auch selber gesagt, nicht der Fachbereich könnte vielleicht auch agil vorgehen, die entwickeln ja nun wirklich nicht. Warum sollte Agilität dann technische Skills überhaupt vernachlässigen? Und ich glaube nicht, dass das sozusagen Agilität inhärent tut. Also, das ist nicht sozusagen eingebaut in Agilität und muss immer so sein. Sondern das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Effekt. Also ich meine, ich habe selber mit Extreme Programming angefangen, mit Agilität, bevor es das Agile Manifest gab, also Ende der 90er. Insofern war für mich erstmal das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass dazu technische Skills gehören. Alleine schon, und das wirst du aus Architektensicht ja bestätigen können, alleine schon, um in der Lage zu sein, alle 2 Wochen ein vernünftiges Stück Software hinzustellen, was tatsächlich möglichst früh produktiv gehen kann, dann weiterentwickelt wird. Da ist ja viel technische Herausforderung dabei, das hinzubekommen. Und ich finde auch, muss man auch mal eingestehen, ich glaube, da ist auch die generelle Qualität der allermeisten Entwickler und Teams in den letzten 20 Jahren gestiegen. Also es ist ja nicht so, dass wir da noch auf demselben Niveau sind wie Ende der 90er. Also ein bisschen mehr können wir da schon. Ich beobachte aber, dass die Teams oder dass es so eine Hoffnung gibt, dass man im Grunde genommen an die Leute und deren Hard Skills selber nicht ran muss, sondern mit so ein bisschen agilen Prozessen obendrauf, und wir machen ja auch Retros und da lernt man ja und so, dass das reichen würde, um sich von alleine auch auf dieser technischen Seite zu verbessern. Und da haben wir halt oft eine Beobachtung, dass das eigentlich wahrscheinlich zu langsam ist für das, was wir brauchen. Also eigentlich müsste mehr investiert werden in Hard Skills. Und das ist jetzt erstmal nichts, was sozusagen nur mit Agilität zu tun hat, sondern es ist einfach erstmal eine Beobachtung, dass es vielleicht so eine Hoffnung gibt von, das würde sich von alleine erledigen, oder die sind ja in einem Team, da werden sie aber von alleine voneinander lernen und irgendwie besser werden. Aber ich glaube, so ganz von alleine passiert das halt nicht. Auch dafür braucht es Führung, auch dafür braucht es auch mal systematische Interventionen. Also bis so ein Team in einem Team wirklich alle testgetriebene Entwicklungen machen, vergeht halt auch ein bisschen Zeit, ne? Das zeige ich Ihnen ja nicht einmal und dann läuft das irgendwie alles von ganz alleine und Sie können schon alles toll. Vielleicht an der Stelle gleich eine Frage dazu. Also Scrum ist ja mittlerweile im Gegensatz zu Extreme Programming so ein bisschen der dominante Ansatz. Warum gibt es denn in Scrum eigentlich keine Entwicklungspraktiken? Also Extreme Programming hat die ja. Das heißt also theoretisch könnte man jetzt auch sagen, hätte Scrum ja auch sagen können, wir haben da bestimmte Praktiken, nicht? Du hast es gesagt, testgetriebene Entwicklung, diese ganzen Geschichten könnten ja auch Teil von Scrum an der Stelle sein. Also wenn man mal in die Programme der Zertifizierungsorganisationen guckt, was die anbieten für Entwickler, dann ist das ja sehr wohl so. Also es gibt ja diesen Certified Scrum Developer. Faktisch ist das ein CSM plus ein Haufen XP-Praktiken, was man dafür lernt. Also das heißt, es ist nicht so, dass es irgendwie völlig unbekannt wäre. Und ja, der Scrum Guide hat wahrscheinlich, und das macht wahrscheinlich sogar in anderen Teilen seinen Erfolg aus, hat irgendwie einen tollen Mix hingekriegt von, wo bin ich präskriptiv und sage, das muss gemacht werden. Also bestimmte Meetings, bestimmte Verantwortlichkeiten, Rollen, die es gibt, bestimmte Artefakte, wie das Product Backlog, Sprint Backlog und so. Und auf der anderen Seite, wie viel Freiheiten gebe ich, was man jetzt wirklich macht. Und der Teil, wie ich technisch Sachen umsetze und dass es überhaupt um Software geht, also das Wort Software taucht im Scrum Guide nicht auf, steht da einfach nicht drin.
Man könnte halt auch andere Produkte damit entwickeln. Führt halt dazu, dass es an der Stelle erstmal, man könnte sagen, die Leute alleine lässt. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ihnen die Freiheiten lässt, anzuwenden, was ihnen angemessen scheint für den jeweiligen Kontext. Und ja, das hat halt gleichzeitig den Effekt, dass zumindest erstmal daher kein Treiber kommt, dass man sagt, das ist jetzt ja völlig logisch, wenn wir Scrum machen wollen, müssen wir die Leute in testgetriebener Entwicklung und Pair Programming und was weiß ich ausbilden, weil das sein muss. Muss es halt nicht. Also, und es gibt ja auch Teams, die das schon toll können, aber es gibt eben auch viele Teams, die in der Praxis dann doch ganz schön viel damit zu tun haben, alle 2 Wochen Software in angemessener Qualität zu liefern. Okay, und was empfiehlst du jetzt? Was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Also sich zu refokussieren auf diese Hard Skills, sollte ich diesen Certified Scrum Programmer machen? Was denkst du, ist da empfehlenswert? Also ich glaube, also vermutlich ist es schon erstmal so, dass den meisten Teams eigentlich über Retrospektiven bewusst werden müsste, dass sie nicht die Performance, den Output, die Menge an oder die Qualität liefern, die die Kunden gerne von ihnen hätten. Und dann ist es irgendwann nicht eine Frage von, wie optimieren wir noch unsere Zusammenarbeit, sondern dann ist es irgendwann eine Frage von, was müssen wir dann vielleicht technisch anders machen? Was fehlt uns vielleicht einfach tatsächlich an Qualifikationen, an Fähigkeiten, an Dingen, die uns schneller machen würden bei unserer eigentlichen Tätigkeit des Entwickelns? So. Und wenn man das entdeckt, gibt es, glaube ich, einfach unfassbar viele Wege, ne, was man tun kann. Also das hängt wahrscheinlich ein bisschen auch davon ab, was unsere Hauptherausforderung, ne? Also verlaufen wir uns immer und haben am Ende eine Architektur, die uns unfassbar langsam macht, weil alles unflexibel ist. Also müssen wir eher daran was lernen, wie man zu flexibleren Architekturen kommt, wie man vielleicht auch den bisherigen Moloch so zerschneidet über Refactorings, dass es wieder leichter wird, ne, damit wir wieder schneller werden. Oder haben wir vorwiegend ein Qualitäts- oder Wissensproblem? Also müssen wir vielleicht irgendwie eher über Pair-Programming, testgetriebene Entwicklung als erstes nachdenken. Aber ich glaube, die Wege sind da sehr, sehr individuell, die Teams gehen müssen. Was also bedeutet, dass es irgendwie, also was ich jetzt konkret raushöre, ist, in den Retrospektiven eben nicht nur auf die Zusammenarbeit zu fokussieren, sondern eben auch zu schauen, ob man da sozusagen konkrete technische Maßnahmen haben kann und dann von dort aus sich eben zu verbessern. Und also nicht, was du ja sagst, dass es da keine allgemeinen Konzepte gibt. Das ist ja nachvollziehbar. Das ist ja der Grund, warum wir uns mit Softwareentwicklung beschäftigen, weil das eben so viele Herausforderungen hat. Was wir jetzt diskutiert haben, sind halt auf der einen Seite, also wenn ich mir Extreme Programming angucke, da ist ja also Refactoring, testgetriebene Entwicklung, sowas, das sind eben Dinge, die ich ja tue, wenn ich an der Tastatur sitze. Dann haben wir eben Scrum, klassische Retrospektiven eher mit dem Vorgehen. Jetzt sagst du, wir können halt in die Retrospektiven noch diese technischen Sachen einbauen. Was ist denn etwas, was so Architekten oder Architektinnen da noch ableiten könnten? Also bei Extreme Programming erinnere ich als die große Architektur Sache dieses No Big Design Upfront und You Ain't Gonna Need It. Also dass man eben eigentlich eben nicht den großen Architekturentwurf macht und dass man sich eben fragt, ob man das, was man gerade macht, wirklich baut. Ist es das? Also müssen wir da sozusagen wieder in diese Richtung gehen oder müssen wir irgendwie noch was anderes tun an der Stelle? Ach, als erster Schritt ist das, glaube ich, schon mal eine gute Idee, ne? Und ich glaube, es gibt zwei spezifische Herausforderungen noch. Also zum einen finde ich, muss man fairerweise dazu sagen, also neben dieser Herausforderung, Architekturen evolutionär zu entwickeln, also was ja letzten Endes bedeutet, ich versuche erstmal nicht zu weit vorauszudenken. Ich darf aber wahrscheinlich auch nicht völlig naiv unterwegs sein, ne? Also ich meine, das kennst du im Zweifelsfall ja sogar als jemand, der sich mehr mit Softwarearchitektur beschäftigt, als ich das tue, noch besser. Es gibt halt auch Systeme, die wirklich architekturell irgendwann so groß und vergurkt sind. Da ist dann nicht mehr viel zu wollen und nicht mehr ganz einfach zu retten. Und das ist ja sozusagen, da finde ich, wenn wir schon bei XP-Konzepten sind, da ist im Grunde genommen ja das XP-Konzept eins der am schwierigsten zu verstehenden Konzepte, Metapher, so unfassbar hilfreich, weil es so eine Idee hat von, glaube ich, was ist unsere grobe Architekturidee? Also XP ist ja in so einem Lohnbuchhaltungssystem gemacht und da war sozusagen die Idee, so ein Fließband zu machen als Metapher und so auch architekturelles durchzuziehen, so dass sozusagen quasi die Lohnabrechnung so einzelne Stationen, ne? Also hier nimmt die Krankenkasse was weg, hier nimmt die Sozialversicherung was weg
Hier nimmt die Steuer was weg, da tut irgendwie das Zuschlagssystem was dazu und das Urlaubsauszahlungssystem oder so, ne? Also um sozusagen so eine generelle Architektur fürs System zu haben. Und das ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel, was total hilfreich ist, ne? Wenn man sich daran wieder erinnert, was ist unsere grobe Idee und flexibel im Kleinen und Feinen zu bleiben und damit zu leben, dass wir es vielleicht auch ab und zu mal werden umbauen müssen. Weil nur weil wir am Anfang eine tolle Idee hatten, heißt das auch nicht, dass wir es hinkriegen. Und ich glaube, die zweite Herausforderung, gerade weil du gesagt hast, jetzt für Architekten, die zweite Herausforderung hat ja so ein bisschen mit diesem, in so einem agilen Team sind erstmal alle gleich zu tun. Und das heißt, ich werde ja als Architekt vor allem mal Erklärbär. Also ich bin ja nicht per se der mit den Schulterklappen entscheide über die Architektur ganz alleine, sondern, und das finde ich total sinnvoll, sondern ich muss ja im Grunde genommen ständig was dafür tun, um die anderen mit auf die Reise zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Stefan und ich haben das auf jeden Fall schon erlebt, dass wir uns tolle Architekturen ausgedacht haben als Berater in so Softwareprojekten mit Kunden. Und als wir gegangen sind, gab es halt niemand mehr, der Architektur verstanden hat. Also die Architektur muss ja auch zum Team passen. Also es gibt ja sozusagen auch eine soziale Komponente in der Frage, wie komplex und aufwendig und auf wie vielen Meterebenen baue ich meine Architektur. Weil sonst hilft es ja auch nicht, ne? Also weil wenn es der einzelne Entwickler nicht versteht, wird das auch nicht konsequent umsetzen und dann wird unser System auch nicht gut sein. Genau, was aber, also dem würde ich halt voll zustimmen, was aber irgendwie wieder auf diese Kommunikation und Zusammenarbeitsding sozusagen hinausläuft, nicht? Also auf das Thema, dass ich als Softwarearchitekt oder Softwarearchitektin dann eben, also du hast gesagt, Erklärbär, nicht? Also die Person bin, die eigentlich rumläuft und irgendwie die ganze Zeit kommuniziert. Den Hinweis auf die Metapher fand ich übrigens super. Ich habe nochmal nachgeguckt, also in der Domain-Driven Design-Referenz gerade, um nochmal sicher zu gehen. Also die Idee von System Metaphor gibt es auch tatsächlich als solches Pattern in Domain-Driven Design. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Es gibt so viele Sachen, die ja da nicht bekannt sind. Von daher ist das vielleicht auch noch etwas, also ist das, glaube ich, auch ein sehr guter Hinweis. Auch diese, wie du es ja gerade gesagt hast, nicht, dass man dadurch diese grobkanulare Architektur gut erklären kann. Mir ist noch was anderes eingefallen, da würde ich eigentlich gerne deine Meinung zuhören. Also wenn ich halt spreche über Big Design Upfront, und you ain't gonna need it. Und ich glaube auch ein paar andere Aspekte von Extreme Programming. Dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wo, diese Idee aufgeschnappt oder diese Erklärung aufgeschnappt mit Extreme Programming ist damals eben gestartet und hat gesagt, wir machen es völlig anders. Ganz orthodox, ganz hardcore, wirklich anders. Deswegen auch dieser eher Manager-inkompatible Name. Extreme Programming, nicht? Also ist ja jetzt nichts, agile Softwareentwicklung ist ganz was anderes, also agil und schnell wollen wir sein, aber Extreme Programming ist ja mehr so, wow, jetzt übernehmen halt die Entwickler die Macht. Erklärt das ein bisschen und ist das vielleicht die Art und Weise, wie wir eben über solche Sachen wie Big Design Upfront, also dass man eben kein großes Design machen muss und you ain't gonna need it, also dass man Sachen halt hinterfragen muss, müssen wir das vielleicht aus dieser Brille betrachten, dass das sozusagen eine Extremposition ist, um halt bewusst damals Ende der 90er das umzusteuern? Also ich glaube ja, da steckte schon irgendwie so eine Provokation drin. Und wie du es sagst, hat die Provokation sicherlich mit zum Misserfolg beigetragen oder umgekehrt dazu, dass es irgendwie auch einfacher ist für andere. Und zwar nicht nur, weil Manager wahrscheinlich Methoden, in denen extrem steht, nicht gut finden. Es sei denn, die würden extrem Einsparing heißen oder so, dann würde es sich vielleicht Extrem anders verhalten. einsparend, Das sehr weiß ich schön, nicht ja. so genau. Aber und es ist aber, glaube ich, eben, wie gesagt, nicht nur auf der Management-Ebene, sondern auch, das Extreme ist ja auch ganz schön tough für Entwicklungsteams, das zu machen. Also wir haben das ja, haben wir als IT Agile sogar als Entwicklungsbude mal angefangen und neue Leute, die zu uns kamen, fanden das, glaube ich, zwar auf der einen Seite auch cool, was wir da gemacht haben, aber wir haben auch gemerkt, boah, das dauert ganz schön, bis man da mitreden kann und bis man die Skills erworben hat, die anderen schon haben rund um diese Extreme Programming Praktiken. So, also das ist jetzt einfach auch nicht ganz so selbstverständlich und leider auch offensichtlich nichts, was Leute einfach so an der Uni schon gelernt hätten, ne, wie das funktioniert. Und das stellt natürlich auch erstmal eine Hürde dar, ne? Vielleicht auch nicht jeder Bock drauf, so zu arbeiten. Genau, ist. Ach so, genau, das wollte ich noch loswerden. Es gibt übrigens sozusagen als die auf die Spitze treiben, auf das Spitze treiben gibt es ja noch dieses Developer Anarchy von dem Fred George.
Und das ist dann, glaube ich, so abschreckend, wie es halt nur geht. Und da werden dann auch tatsächlich irgendwie die Manager eliminiert, nicht? Also die gibt es dann da nicht mehr. Also man kann es weitertreiben. Und ich glaube, auch da hat er den Begriff sehr, sehr absichtlich genutzt. Vielleicht noch so eine, ja, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Glaubst du, dass der Begriff Agilität verbrannt ist? Brauchen wir was anderes? Also ich hatte es ja vorhin gesagt, nicht? Wenn man halt mit bestimmten Leuten redet, dann sagen die halt, Agilität ist halt nur Geschwindigkeit. Und du plädierst ja dafür, sozusagen Wert in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja irgendwie fair, aber das ist also nicht, das ist ein sehr guter Punkt, ist ja auch das, was ursprünglich drin ist. Aber dieses Missverständnis mit der Geschwindigkeit, diese ganzen Sachen, die wir sehen, was er ja auch sagt, dass man eben Agilität sozusagen ernst meinen muss, führen ja dazu, dass unter diesem Begriff jetzt ganz viele laufen und dass das irgendwie zu Chaos führt. Also müssen wir uns da Gedanken machen. Ja, also meine, die Frage ist ja, also ist es jetzt tatsächlich, ist der Begriff wirklich tot oder verbraucht? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das einfach so das typische Ende so eines Hype-Zyklus. Es wird halt Mainstream und dann kriegt es was Beliebiges, ne? Also dann bedeutet halt irgendwie der Zusatz agil, den du zu allem findest, bedeutet dann nicht mehr wahnsinnig viel. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dass zumindest als Referenz die Welt ja durchaus in den letzten 20 Jahren auch anders geworden ist, ne? Also das Verhältnis von agilen zu nicht agilen Projekten ist heute so, dass die Mehrzahl zumindest erstmal sagt, dass sie prinzipiell irgendwas Agiles wollen. Ob sie es besonders gut können, sei mal dahingestellt. Also ob sie das sozusagen erfolgreich hinkriegen oder nicht, ne? Und das galt im Grunde genommen für wasserfallartige Vorgehensweisen ja genauso. Das haben die Leute auch unterschiedlich gut hingekriegt oder nicht hingekriegt. So. Also insofern finde ich, ist da erstmal nichts Schlimmes passiert. In dem Sinne ist für mich der Begriff auch nicht tot, sondern es ist wahrscheinlich einfach jetzt sozusagen diese, im Grunde genommen ein ganz ernüchternder Zustand. Jetzt wird sich das durchsetzen, wo agil dran steht, was dann halt tatsächlich auch funktioniert und zu mehr Wirkung und zu mehr Wirtschaftlichkeit führt. Also agil aus Prinzip, weil es Hype ist, wird es eben auf Dauer nicht sein, ne? Also, wer irgendwann feststellt, jetzt sind wir wahnsinnig agil, aber es bringt uns alles nichts, es macht uns nicht wirklich besser, wozu sollte ich es dann tun? Verständlicherweise, ne? Und auf der anderen Seite, wofür war es denn mal da, um der Komplexität anders zu begegnen in der Welt? Die hat ja weiter zugenommen in den letzten 20 Jahren. Also, wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit viele Kunden gehabt, die zu uns gesagt haben, boah, wenn wir nicht auf agil umgestellt hätten, wir hätten weder diesen ganzen Homeoffice-Wahnsinn, noch hätten wir, keine Ahnung, schnell mal sowas wie mit der Mehrwertsteueränderung oder so hingekriegt. Das hätte uns früher völlig aus der Bahn geworfen. Ja, Und das ist ja genau. erstmal cool zu Ja. sehen, dass das viel mehr Leute heute beherrschen und können. Das finde ich ist ja, das muss man dem ja auch zugutehalten. Da war ja, sind ja auch Dinge passiert. Genau, guter Punkt. Und wir sind auch tatsächlich so langsam am Ende der Zeit angekommen. Und also die positive Aussicht, dass Agilität am Ende dann doch irgendwo an einigen Stellen was deutlich geändert hat, ist ja, glaube ich, auch an der Stelle auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Schön, dass wir da miteinander diskutiert haben. Und ja, viel Erfolg bei deinem Talk nachher. Bis dahin. Ja, danke schön, Eberhard.